Günter Bach hat in seinem Koffer etwas sehr Altes und Ehrwürdiges verstaut. Ein Secondhand-Gewand, das er selbst zu besonderen Anlässen getragen hat. Ich habe mitgebracht einen Chormantel, der die letzten 50 Jahre als Nikolaus-Kostüm genutzt wurde, mit einer dazugehörigen Stola. Und es ist leider so, dass ich mich dazu entschlossen habe, keinen Nikolaus mehr zu spielen. Und wenn der Chormantel tatsächlich von 1716 ist, wird er auch nicht dadurch besser, dass er laufend im Keller liegt und in einem Karton verpackt ist. Auf eine große Bescherung hoffen all die Menschen bei Bares für Rares. Oh, was sehe ich denn da Schönes? Hallöchen. Hallo, Günter Bach. Günter Bach? Ja. Mensch, das ist ein schöner Name. Ja, Horst Lichter, ja. Entschuldigung, ne? Oder kannten Sie mich schon? Ja, schon mal gesehen. Ja, dann ist er gut. Sag mal, Albert, das ist aber doch genau was für dich. Und mich erinnert es spontan. Erzähl. Du entschuldigst aber jetzt, ja? Mich erinnert es spontan Nikolaus. Richtig. Ne? Darf ich mal? Aber ja, ich bitte doch darum. Wo kommt denn dieses Kostüm her? Ja, oder Kostüm ist falsch, ne? Das ist ja eher ein, wie nennt man sowas? Ja, Albert, wie nennt man das? Ein Chormantel. Das sind Paramente, sagt man dazu. Das sind kirchliche Kleider. Und ja, das ist ein Chormantel, ja. Also, wo kommt der Chormantel her? Weil wenn ich dich so angucke, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich meine, du wärst, da passt nicht. Doch, er passt. Der hat gepasst. Der hat 25 Jahre ungefähr gepasst. So lange habe ich den Nikolaus immer gemacht. In der Familie, bei Vereinen, im Kindergarten, in Schulen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt sind der Nikolaus in Rente. Genau. Gott sei Dank haben Sie aufgehört, das zu machen, weil viele Auftritte hätte dieser Umhang nicht mehr, glaube ich auch, nicht ja mehr durchgehalten. Ja. Warum ist er so kaputt? Er ist in einem relativ schlechten Zustand. Mhm. Und ist eigentlich ein sehr wertvoller Umhang und ist ein sehr alter Umhang. Also ich bin mir sicher, dass die Jahreszahl, die da draufsteht, 1716, boah, dass die authentisch ist. Mhm. Und dieses tolle gestickte Wappen ist sicherlich auch aus der Zeit. Es ist von einem Fürstenhausen-Wappen und hat wahrscheinlich auf den Patronatsherrn der Kirchengemeinde oder des Ortes hingewiesen, wo dieser Chormantel herkommt. Ja. Von 1716. 16. Ja, ja. Jetzt überlege ich mal. Ich kann das noch mal herholen vielleicht. Und du bist damit als Nikolaus durch die Gegend gerannt. Ja. Wusstest du, wie alt das ist? Ich habe es mal im Kunsthaus in Köln mal schätzen lassen. Ja. Man konnte mir aber da nichts Genaues zu sagen, sondern man hat nur gesagt, also scheint original von 1716 zu sein. Boah, das Wappen ist aber toll. Das habe ich ja eben gar nicht gesehen. Und es war die Vermutung, so weit war ich gekommen, dass wohl ein Kurfürst sich diesen Mantel mal hat anfertigen lassen. Ja. Wobei ich zum Beispiel die Stola, die Sie da noch mitgebracht haben und die Sie auch umgehangen haben, die ist nicht aus dieser Zeit wie dieser Mantel und ist auch nicht deutsch. Der Mantel ist deutsch und das ist hier französisch. Mhm. Woran hast du das erkannt? Das kenne ich einfach an der ganzen Machart und auch an den Schriftzeichen. Das dürfte 19. Jahrhundert sein, um 1850, 1860 und das andere ist frühes 18. Jahrhundert. Wenn du ihn weghaben möchtest, gibt es zwei Bedingungen, die man meistens stellt. Die eine ist, dass die Menschen sagen, ist mir egal, wer es kriegt, Hauptsache die Kohle stimmt. Nee, nee. Dann gibt es Menschen, die sagen, nein, mir kommt es auch ein bisschen darauf an, wer es bekommt und zu würdigen weiß. Ja. Dann ist die Kohle nicht ganz so wichtig. Wenn sie aber nicht ganz so wichtig wäre, wie viel wäre es denn dann trotzdem und was würde damit passieren? Also, da ich überhaupt keine Ahnung habe, was es wert ist, aber ich davon ausgehe, dass es schon einen bestimmten Wert hat, natürlich auch den Zustand weiß, 500 Euro hätte ich schon ganz gerne. Muss Ihnen sagen, wenn der Zustand wirklich gut wäre, könnte ich mit den 500 locker leben. Okay. Aber ich kann nicht mehr schätzen als 250 Euro für beides. Okay. So, und die 250 Euro sind nur der Wert, was es tatsächlich darstellt. Also ich würde ihn verkaufen, weil bei mir wäre er nur im Koffer und dadurch wird er auch nicht besser. Also bist du auch bereit, unter diesem Wunsch ja zu gehen, ja, wo du sagst, komm her, also ja, wenn die weil ich sind, keine Verwendung mehr habe, ja, und du so aufzuhängen. Nein. Ja, dann bin ich auch fest überzeugt. Ja. Mich hat das übrigens überzeugt, weil das ist eine echte Rarität, ja, das ist was ganz Außergewöhnliches. Schön. Für dich das Händlerkärtchen. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüsschen.
Ja, ich bin ziemlich gespannt, was jetzt dabei rauskommt. 250 Euro, sagt der Experte. Vielleicht hole ich noch ein bisschen mehr raus. Wünschen darf man sich ja alles. Und auch der Händlerraum ist immer für eine Überraschung gut. Santa Baby, just slip a sable under the tree. Hallo, guten Tag. Tag, ist guten Tag. Hallo. Hallo. Also irgendeine Nonne läuft jetzt ohne ihren Mantel rum. Eher ein Nikolaus ohne seinen Mantel. Nikolaus? Ja. Ich habe es von der Nenntante geschenkt bekommen vor ungefähr 32 Jahren. Habe es dann etwas über 20 Jahre selber als Nikolaus-Kostüm genutzt. Es war so ein komplettes Nikolaus-Kostüm mit Stab, Mitra. Und so die letzten Jahre habe ich das nicht mehr gemacht. Und deswegen möchte ich ihn jetzt verkaufen. Sie haben bestimmt einen tollen Nikolaus abgegeben. Sie haben eine tolle Größe und tolle tiefe Stimme. Ja, dann mit Mitra noch ein bisschen größer. Wissen Sie, wo das herkommt? Aus Bayern. Aus Bayern. Sehen Sie das Wappen hinten? Ja. Haben Sie es gesehen, 1716? Ja. Das bayerische Wappen. Das bayerische Wappen? Ja, gucken Sie mal genau das an. Ich muss mir noch mal das Wappen anschauen. Also ist es jetzt 300 Jahre alt? Ja, fast. Fast, oh, schön. 99. Ja. Schön, ne? Schön. Ja. Gut gemacht. Wahnsinn. Ja. Das ist nicht nur ein Wappen, das sind zwei Löwen. Unten datiert. Datiert, ja. Ja. Kommen wir zum geschäftlichen Teil, würde ich sagen. Also ich fange mal mit 200 Euro an. Das ist ein gutes Einstiegsgebot. Das wird schwer, da ist zu viel kaputt. Da bleibe ich bestimmt drauf sitzen auf dem Ding. Nee. Die Kosten sind auch gut. So, ihr Heiden. Ja. Wären Sie schon einverstanden mit dem Angebot? Nein. 1716. Ich weiß, ja. Ich weiß. 300-400 Jahre ist das. Nein, nee. 300. 1716. Und jetzt haben wir 2015. 300. Also 300, sagt er. Ich biete 300. Du bietest 300. 300. 300, ja. 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 Ein bisschen muss noch drauf. Dann machen wir 320. Ja, sagen wir 400. Heißt zu viel, das Jungen. Komm. Mir fehlt die Verwendung. Fairer Preis, 350, da kommst du her, dann kommst du die Kohle. Alles klar. Alles klar. Das ist ein Wort. So, und ich hab schon wieder eine Kirschenkutte, die ich einem aufquatschen muss. 100, 200, hoffentlich bleibe ich da nicht drauf sitzen. 300, 250. Gut. Mein Freund. Dankeschön. Und nächstes Jahr gibt es eine neue Nikolaus. Das war was größer wie du, aber Mädchen nicht. Mach nix. Danke. Also Wiedersehen. Tschüss. Also Wiedersehen. Tschüss. Siehst du ihn jetzt selber an, oder was? Quatsch, ich verhöke euch morgen. Ich hoffe, ihr könnt malen. Also ich finde, der wird dir auch gut stehen. Jetzt geht's mir gut. Ich bin erleichtert. Hab mich gefreut, dass es an den Mann gebracht wurde. Und denke mal, hiervon kann man sich schon ein schönes Wochenende machen.